eine beliebte Waffe, Freunde, und das Ding ist gelaufen. Er hat übrigens nichts Lilanes getroppt. Was bedeutet für mich, dass ich echt wenig Glück habe? Warum auch immer. So, Leute, der Typ ist tot. Die belebte Waffe ist da. Geil. So benutzt man eine belebte Waffe. Du Spast. Oh Mann, ich habe eigentlich meine Shingekyo-Medizin verbraucht und das war schon knapp. So, weiter geht's. Jetzt aber.三倍の蝶教師13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太后様について行くだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、 いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。 Yasuo ist schon Arsch. Neue Spirit. 殺さぬ。久しいの、三成殿。 Oh shit. Wer ist das? Anata wa Akechi Mitsuhide-dono. Nani yue? Sonata no chuu ni makoto ni appare. Saredo, hito no yo ni wa chuu gi yori omoki mono ga arimasu. Sore wa taigi ja. 三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリー目が私が信した信長様を 改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安人殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。Ja, easy. Ich sehe das Problem nicht. Alles klar. Kelly in den Arsch treten. Geil. Izuna haben wir durch Geistheilung bekommen. Aber so ein Wasserdrachenvieh hatten wir doch schon, oder? Ich dachte, das wäre das Ding, was wir schon haben. Der Geist. Aber offensichtlich nicht. Nun ja. Interessant. Daraus schlussfolgere ich, dass wir diesen Geist noch nicht hatten. Nachdem ich meinen Meister getötet habe, lebe ich nur noch weiter in diesem Land, um in diesem Land endlich Frieden zu verhelfen. Sir Anjin, ich flehe dich an. Halte Kelly auf und bereite diesem sinnlosen Krieg ein Ende. Ja, nee, lass
erstmal gut sein. Zierliche Mission, Böses in der Luft. Es ist Böses in der Luft! Böses! Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt noch eine kleine Nebenmission, würde ich sagen, oder? Der Berg der Reue. Maske des Rachs zwischen den Geist des Uralter Text. Einsatz, machen wir. Easy peasy, Leute. Einer der Dorfbewohner hier wurde aus Verzweiflung zu einer Tat getrieben, die er jetzt zutiefst bereut. Er hat seine alte Mutter auf den Berg Ibuki gebracht und dort zurückgelassen. Ein Maul weniger zu stopfen, sagt man wohl. Ein abscheulicher Brauch, aber in den ärmeren Dörfern noch immer vorkommt. Aber seit jetzt Gerüchte über einen Dämon auf dem Berg Ibuki aufkommen sind, bereut der Mann sein Verhalten zutiefst. Er würde seine Mutter gern nach Hause bringen und ohnehin können wir den Berg nicht die jungen Yokai überlassen. Würdest du dir die Sache ansehen, die alte Frau könnte in großer Gefahr schweben, also beeil dich bitte. Die alte Frau hat sich doch garantiert schon in Yokai verwandelt, Leute, wir kennen das doch schon. Wir kennen doch schon lange den Ablauf. Ist doch bestimmt wie in einer Ogres. Also eine Menschenfresserin. Aber naja, gegen die habe ich ja neulich erst gekämpft, also mache ich mir erstmal gar keine Sorgen. Easy peasy, lemon squeezy, wie man so schön sagt. Ja. So, erstmal hier schön beten. Sehr gut. Wir haben nach dem letzten Gegner übrigens nicht mal genug Erfahrung bekommen, um mein Level abzusteigen. Das ist schon traurig. So, und heute nehmen wir mal die Tonfas. Wann ist jetzt nicht so krass coole Tonfas sind wie unsere Ninja-Tonfas? Ach so, hier geht's regulär lang. Ja, Momento, Señorita. No, Momento. Ich will erst mal gucken. Ach, okay. Gibt's nur eine Leiche. Rabentengyu Toko. So. Was haben wir hier für einen Dude? Ja, hallo. Hallo. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, Parry gegen die funktioniert nicht. Das habe ich aber auch schon mal rausgefunden. Gut, dass ich nochmal getestet habe. Das war wichtig. Auf jeden Fall. Das war sehr wichtig. Nicht. Okay. Hey. Die, bitch. Normalerweise gar keine Chance gegen mich. Aber wenn ich natürlich dumme Sachen mache, sieht die Sache schon wieder anders aus. What the fuck? Schießt doch nicht auf mich. Weißt du denn nicht, dass das gefährlich ist, auf Leute zu schießen? Hoffentlich nicht. Huch. Okay, come on. Schlechte Idee. Ja, schlechte Idee. Okay. Vielleicht liegt unten noch was, aber das werden wir später rausfinden. Hier liegt auf jeden Fall noch eine Schatztruhe. Ohne Gegner? Ohne Gegner. Nehmen wir doch gerne. Aber hier sind leider auch nicht so die geilsten Sachen drin, immer in diesem kleinen Ton. Ah gut, in den großen Ton auch nicht. Ah nee. Eie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 
Ja, wie soll man das sagen? Ja, ein bisschen dumm, ne? Ein bisschen dumm. Sehr dumm war der gerade. Na gut, dann gehe ich halt weiter, ohne mir hier jeglicher Gefahr bewusst zu sein. Und öffne diese Truhe. Das sieht doch lecker aus. Ein Hirokudama. Ich gehe mal hier rum. Ich habe nämlich keinen Bock, gegen den großen Dämon zu kämpfen. Hallo. Kleiner einäugiger Dämon. Ins Auge, mein Freund. Ins Auge. Der verwandelt sich nämlich in so einen großen Dude. Wer denn da? Ach, du. Ist auch hier. Du bist der Sniper aus dem Wilden Westen, wa? Mein Freund. Bombe! Alle! Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte, ehrlich gesagt. Beziehungsweise hat das überhaupt nicht funktioniert. So, komm her. Ja. Try again, bitch. Dämonenhorn. Lecker und ein Elixier, das noch leckerer ist. Gibt es jetzt noch irgendwas? Hat sich das gelohnt? Nicht wirklich, ne? Einfach nur Quatsch hier zu gehen. Wir müssen jetzt gucken, dass der Dämon uns nicht sieht, der Einäuge. Weil der respawnt ja auch. Es bringt ja auch nichts, gegen den zu kämpfen. Ich finde es auch Quatsch, immer gegen jeden Gegner zu kämpfen, weil. Weil, wenn die im Endeffekt respawnen. Okay, da habe ich keine mehr von. Dann ist das ja auch Quatsch. So, okay, auf der Linie können wir ihn quasi treffen. Oh, ich will auch keinen Schuss verschwenden hier, ne? Peng! Oh yeah, this is how I roll. Weg? Okay. Ah ne, oh, der ist tot. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. In diesem Fall habe ich natürlich sehr viel Verständnis dafür, wenn sie eventuell Hilfe. Nicht mehr rollen wollen. Ist hier ganz alleine auf Wachposten oder wie sieht das aus? Tschüss. Ganz alleine gegen den besten Krieger der Welt. Ihr versucht's doch. Oh, ich sehe da schon wieder ein Mistvieh auf mich zukommen. Ah Gott, das sind zwei Mistviecher. Hey, ist ein Feuerfuchs. So, jetzt muss ich noch das andere Mistvieh beseitigen irgendwie. Das wird ein Spaß. Nicht. Ich kann ihn aber zu mir locken mit Pfeil und Bogen. Aus der Distanz. Schön aus der Distanz gefischt. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht, dass du hier was reißen kannst, oder was? Das Tragische ist bei dem, der respawnt leider auch. Okay. Au. Okay, schnell hier rein. Ah nein, du hast mich nicht gesehen, mein Freund. Du hast mich nicht gesehen. Schnell, ich muss in die heiße Quelle. Ah, ich muss erstmal baden, mein kleiner Freund. Ich muss erstmal ein bisschen baden. Lass mich in Ruhe, ich sitze in der heißen Quelle, du Arsch. Sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung. Das war sexuelle Belästigung. Also wir schlagen uns jetzt entweder rechts weiter die ganze Zeit durch oder wir kämpfen einfach mal gegen diesen großaugigen Idioten hier. Und da kämpfe ich doch lieber gegen den Typen. So schlimm ist der nämlich auch nicht. Schnitt. Tot. Nein. Das wird schon nicht passieren. Ich meine, hey. Come on. So eine Dudes haben wir doch schon vor Jahren erledigt. Das dürfte ja nur kein Problem sein. Was haben wir denn noch? Ach, hier steht noch einer. Das ist ein motivierter, Freunde. Das ist ein motivierter. Motiviert zum Sterben. Ja. So ungefähr. Wir stehen garantiert noch mehr auf. Das war doch klar. Das ist doch klar, dass hier noch mehr aufstehen tun. Ah, du auch noch. Come on. Warum auch nicht? Hä? Warum nicht? Kommt doch später alle auf. Ist doch, heute ist doch Tag der freien Aufstehung. So, wer will als nächstes? Wer hat nochmal? Wer will noch nicht?
Der Dude, natürlich. Mit seiner riesigen Axt. Sehr gesund. Sehr gesund für mich, gegen einen Typen mit einem riesigen Axt zu kämpfen. Macht sich immer gut im Lebenslauf. Ich hab einen Typen mit einer riesigen Axt besiegt. Oh, sie sind eingestellt. Oh, sie sind der Beste. Ja, Meister meines Fachs nennt man mich. Was ist das eigentlich für ein Dude? Ah, der Doppelschwert, na gut. Okay. Eine Mörder-Axt. Das ist ja herrlich. Au, kannst du mich mal bitte nicht erschießen? Hallo? Okay, dann stich mich halt hier hin, damit er mich nicht trifft. Ist auch okay. Okay, ich habe keine Munition mehr. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Aber okay. Dann nehmen wir hier jetzt einfach mal so hin und lauf rum. Man kann dem Typen ja vielleicht auch ausweichen. Okay, man kann ihm nicht ausweichen. Man kann ihm nicht ausweichen. Hey, Dude. Okay. Hat offensichtlich Bock. Vergold dich weg! Oh Gott, das war knapp. Ja, das war echt knapp. Uiuiui. Heiße Angelegenheit, Freunde. Heiße Angelegenheit. Was ist denn jetzt hier drin? Ist hier immer noch ein Schrein drin? Ja, perfecto mundo, Freunde. Perfecto mundo. Nee, ich will nichts machen. Ich will jetzt einfach nur nach oben gehen. Die Folge ist auch ein bisschen zu lang. Hallo. Tschüss. What the fuck? Was bist du denn? Hä? Ich meine gegen so ein Vieh schon mal gekämpft zu haben. Aber, okay. Was war das? I don't know. I don't know, mate. Hier sind noch mehr Mistviecher. Ah, hier ist noch ein großes Mistvieh. Hallo. So ein Rahmen-Tank hier schon wieder. Ich kotze im Strahl. Die mag ich ja am meisten. Das sind ja meine Freunde, ne? Das sind ja hier die sexuellen Belästigungsraben. Hier. Das ist eine Bombe, du Rabenspast. Du Rabenmutter. X gibt's, ey. Heilung gibt's. Alter, du machst viel zu viel Schaden, Junge. Wie denn? Der einzige Trost bei dem Typen ist, dass er nicht respawnt. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber sonst, ey, was ein Motherfucker. Ja, ich habe übrigens jetzt mal die Doppelschwerter wieder ausgepackt, weil... ja. Ne? Tompas habe ich im Moment keine guten, ehrlich gesagt. Deswegen, benutze ich erstmal die Doppelschwerter lieber. Ich weiß gar nicht, was man von den Viechern bekommt, ob das irgendwelche Special Dudes sind, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja Leute, ich würde aber sagen, beim nächsten Mal gehen wir da hoch und gucken mal, was da oben diesmal auf uns lauert. Ich werde hier nochmal ein paar NPCs abfarmen, wie zum Beispiel den netten Dude mit seinem Katana 154. Okay. Und Leute parryen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin erstmal fürs Zusehen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und verabschiede mich hoffentlich mit einem Parry. Nicht, okay. Dann eben so. Zack. Wunderbar. Raikiri, ein Schwert, was wir schon kennen, und unübertroffene Kriegerrüstung, die kennen wir ja leider auch schon. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.